Hi, neues Hausbau-Update. Jetzt wird es ein bisschen laut hier wieder wegen dem Kompressor. Ich bin auf jeden Fall dabei, hier im Flur weiterzumachen. Hier kann man das schon sehen, dass ich diese Leerrohre jetzt entsprechend schon weiterführe, bis hierhin geführt habe. Das Einzelne noch nach dahin. Den Schlitz hier hätte ich mir jetzt auch tatsächlich sparen können. Da geht keine mehr raus. Das Ding ist, das Geniale ist, von der Schaltersteckdose, naja, diese Schalterkombi da, bin ich ja zu der Steckdose runtergegangen und zu der da hinten. Von der hier bin ich einmal dahin gegangen, dann war schon Feierabend. Von dem Schalter, wo wir auch Dauersaft drin haben, bin ich einmal hier hingegangen und dann entsprechend da raus, dann ist auch Feierabend. Und zu der Steckdose da unten werde ich von dieser Schaltereinheit einmal runterbrücken und dann ist auch gut. Paul ist währenddessen hier damit beschäftigt, hat er sich hier einen Wasserschlauch hingemacht, was da zur Wasserversorgung angeschlossen ist. Jetzt hat er sich hier schon beispielsweise einmal die Wand schön nass gemacht. Ihr seht es auch von der Perspektive da oben beispielsweise. Da habe ich jetzt alles im Blick auf jeden Fall. Und genau, jetzt wird hier wieder verputzt. Er hat sich richtig viel von diesem Gemisch hier angemischt. Der Kompressor ist echt laut. Naja, verhältnismäßig laut, ne? Gut, eigentlich ist er leise. Aber auch hier kommt es ein bisschen laut rüber. Voll durchschalten. Ja, ja. Genau. Hier das Teil fanden ja viele Leute richtig cool, was dann mit dem Kompressor verbunden ist. Irgendwann hat er den Druck erreicht, dann wird es hier auch ein bisschen ruhiger, bis er anfängt zu sprühen. Genau das haben wir jetzt in den Fall tatsächlich und ja, ich lasse hier einfach laufen im Zeitraffer und würde sagen, dass ich jetzt auch die Kamera weglege und einfach im Flur weitermache. Und hier sieht alles komplett top aus und Küche haben wir auch schon nur oft gesehen. Hast du die hier angerührt, ne? Ja, Papa, sein Rührer ist ein bisschen größer als der, den ich habe. Nee, das ist der Kleine, der hat noch eine Nummer größer auf jeden Fall. Nein, deswegen hat er auch so lange gebaut. Ja, wo ist denn der Große? Bei ihm im Auto, ne? Ja. Alles klar. Naja, gut, mir reicht immer dieser Kleine. Alles klar. Ja, für sowas muss man den Großen am besten hier 15. Ja, ja, klar, bei so einem Kübel. Zwölfer. Naja. Wo hast du den geholt? Einer hat gefragt auf jeden Fall. Musst du deinen Papa fragen. Ja, weil bei Amazon sagen sie, die Billigdinger, die taugen nichts. Und das haben sie gesagt, hätten sie nicht gedacht, dass man damit solche Ergebnisse... Ja, aber wichtig ist es auch, wenn günstiger oder nicht günstiger, immer schön nicht antrocknen lassen. Mhm. Das sind ja vier Düsen, das sind ganz, ganz kleine... Von ja, da sieht man das, ja. Sind vier kleine Düsen und wenn die mit irgendwas zugesetzt sind, ja, dann kommt da nichts mehr. Genau, dann funktioniert das nicht. Ah, deswegen, wir machen das aber auch extrem fein, haben sie auch gesehen. Na, ach, mit dem. Das ist nicht deswegen, sondern wenn man nicht vernünftig sauber gemacht hat oder zu dreckiges Wasser, ich spüle das immer noch ab, dann mit sauberes, weißt du. Naja, trotzdem ist das ja von der Konsistenz extrem flüssig, fein. Von der Struktur. Ja. Naja, gut. Naja, natürlich musst du Maurersand für die erste Schicht, die eben nicht außerhalb ist, brauchst du Maurerschicht. Also das heißt so, zum Beispiel so wie hier, weil hier oben kommt ungefähr Zentimeter, hier unten kommt ungefähr 2. Ja. Ja, ja. Also die Wand hat ein bisschen Spiel. Und da wo die 2 sind, werde ich jetzt einen Zentimeter sozusagen auffüllen damit, mit groben. Und dann, wenn es leicht angetrocknet ist, dann mache ich mit halt ganz fein, damit man es auch später verreiben kann. Ja, 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 verstehe. Weil wenn man das nicht macht, hat man sowas am Ende, ja? Das sind grobe zum Beispiel Stellen. Mhm. Deswegen muss man schon dann schön vernünftig schöne, feine, super Haube. Okay, gut. Ja, und hier habe ich tatsächlich auch jetzt die 3er Unterputzdose noch eingegipst. Natürlich ist er mir mal runtergerutscht, deswegen habe ich hier einen Elektriker-Trick angewendet. Naja, gut, auf jeden Fall seht ihr das hier. Und der ist da jetzt am Machen. Und ja, geht weiter.
So sieht das Ganze jetzt hier an der Wandseite aus. Das nimmt schon mal Gestalt an. Ansonsten war ich gerade eben oben, hier mit der Leiter. Konnte ich mir tatsächlich ein Kehrblech holen, welchen ich vorhin noch vergeblich gesucht habe. Und M25er Leerrohr. Dann mache ich das hier mit der Cut-Leitung, die drei Stück, die wir hier haben. Auch schon mal auf jeden Fall bis zum Hauswirtschaftsraum hin. So wie die ganzen Leitungen auch in Hauswirtschaftsraum führen müssen. Und dann nimmt es alles seinen Lauf. Ja, einfach am Boden fixieren nach und nach. Bis hier auch noch. Dann kann ich direkt auch die eine Steckdose hier noch fertig machen, weil da irgendwo das Stück ist, was da reingeht. Von der Steckdose kommend und so weiter. Deswegen, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Er macht hier einen Kübel sauber und ich mache hier weiter einfach. So, während Paul jetzt die Leiter wegräumt, werde ich euch ein bisschen was erzählen dazu. Das ist jetzt der aktuelle Stand, wie weit ich gekommen bin. Das haben wir ja gesehen. Hier haben wir einmal Heizkreisverteiler, Flur und Gästezimmer. Steckdosenkreis ist komplett fertig und so weiter. Zuleitungsmäßig kommen wir aus dem Hauswirtschaftsraum, auch für Gästezimmer und alles. Auch für Badezimmer, für alles. Das hier werde ich beispielsweise dann am nächsten Tag noch zusammen machen. Hier ist noch ein Fixpin drin, den ich abschlagen muss. Aber dass das hier schön zusammen ist und dann gebündelt auch in Hauswirtschaftsraum geht. Ich habe mich jetzt aber erstmal um die ganze Geschichte hier an der Seite gekümmert. Auch schon bis zu dem Punkt festgemacht. Und wenn es sich dann kommt, es alles einmal komplett zusammen. Hier auch beispielsweise, ja, was hatten wir hier alles? Auf jeden Fall eine KNX und dann noch eine Thermostat aus der Küche und aus dem Wohnzimmer. Genau, das waren auch alle. Deswegen nimmt es hier so seinen Lauf. Hier gehen wir einmal rein zum Schalter tatsächlich. Und dann habe ich mir das hier abgezweigt für die Angstbeleuchtung, weil die einmal von hier unten und dann noch entsprechend wird es dann nach dahin geführt. Wenn das fest ist, werde ich das fertig machen. Ja, wo geht's weiter? Hier haben wir die beiden Thermostatleitungen. Einmal von Wohn- und Küche. Müsste auch beschriftet sein, dass man hier einmal Thermostat Küche hat. Das hier ist bestimmt die, genau das hier ist die 5-Wartrige, welche, ja genau, wovon ich gerade eben gesprochen habe. Und das hier ist dann noch Thermostat Wohn- und Essbereich. Das sind dann die drei. Und dann sind doch quasi, nee, Thermostat Badezimmer fehlt noch. Aber das kommt dann von dort, haben wir auch noch hier. Badezimmer, Thermostat, Heizung. Haben wir schon gezogen, KNX auch, also wird noch eine hier verlaufen. Am anderen Ende auch beschriftet, WC, Thermo und KNX geht dann dahin und von da die Verbindung liegt auch schon hier, dass es darüber geht. Und das andere ist die 5-Wartrige, also hier einmal die KNX kommend und hier die 5-Wartrige von Hauptbeleuchtung, Taster, die dann einmal hier reingeht, hier wird Eingang, dann Haupt, dann Rollo. Und dann werde ich noch eine Leitung ziehen müssen für 5-Wartrig, um Spots noch von da zu machen. Genau, Leerrohr liegt bereit. Hier kommt dann Hauptbeleuchtung rein und geht dann hier hoch und kommt bei Spots durch das Leerrohr durch und dann ist gut. Ich denke, soweit haben wir tatsächlich alles bis jetzt. Was hier auf dem Boden liegt, wird noch ganz gut gemacht. Gehe ich mit den dreien einmal so. Ein paar machen dann so die Biege, zwei gehen nach da. Und den Rest hier an der Seite, was nach da und was dann noch nach da geführt wird, kriegen wir auch hin. Genau, ich habe nichts vergessen. Alles, was da liegt, ist da. Und das ist alles hier. Okay, das passt. Genau. Kann man den Abzweig hier auf der Stelle machen? Welchen Abzweig? Diese Dreier. Sonst kommen wir wieder über die Treppe. Treppe. Ich würde sagen, von hier. Einmal geradeaus. Da. Ja. Macht ja keinen Unterschied, ob du da. Dann gehst du bis hier hin und dann gehst du machst. Mit den Thermostatleitungen dann so, ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall. An Reserve noch da. Das können wir auf jeden Fall so machen. Naja, ob du die Biege da machst oder hier ist ja. Ja, bloß mit Eingang muss ich dann nach da gehen und dann hier. Ja gut, und dann hast du auch, wenn die Treppe hier runter geht und dann angebohrt wird.
Aber auf die Fußbodenheizung musst du auch achten, dass in dem Bereich dann keine Fußbodenheizung ist. Und je nachdem, wie tief die bohren, ist es dann so: Estrich, Fußbodenheizung, Styropor und dann kommen die Rohre mit Kabel. Na gut, weißt du auch nicht, wie tief die reinbohren, deswegen. Ja, nur stell dir vor, die hauen da irgendwelche Dübel rein, die noch in die Platte oder Ja, so, es kann keine sein. Ahnung, wie befestigt das wird und. Genau, du weißt ja, wo circa dann die Treppe endet. Und dann Ja. lässt du auch mit Heizung und so weiter komplett Aber frei. hier, dieser Bereich wird dann halt nicht. Ja, genau. Das hier ist jetzt noch in dem Bereich, wo schon Den nach oben geht. das nach oben geht über dem. Genau. Also hier diesen Stück Ja, ich werde sollte sowieso hier freigelassen bleiben. direkt keine Bodenheizung machen, Ja. weil ich brauche das Heizkreis nicht. Vielleicht nur, wenn man, ah, ich weiß Ja, nicht. in der Treppe hier an der Seite würde ich schon machen, aber dann hier das, was hier unter der Treppe ist, da brauchst du dann nichts. Und dann müssten die eigentlich auch gucken, dass sie mit den ganzen Fußbodenheizungsrohren vom Heizkreisverteiler auch mäßig eventuell hier sich an der Wand orientieren und dann zu den Räumen gehen. Ja, genau, dass das auch nicht getroffen wird. Naja, da bist du ja flexibel. Naja, gut, dann würde ich an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, wäre eventuell gar nicht aufgefallen, aber das Ding ist, ich habe jetzt doch was vergessen, und zwar die dreiadrige Zuleitung für den Heizkreisverteiler. Dachte gerade eben, okay, dann musst du hier quasi nochmal alles aufmachen und dann Gewebeband neu machen, weil es ein bisschen breiter sein muss und so. Aber ich gehe aus dem Hauswirtschaftsraum hier mit den vier der Rohren, dann sind es insgesamt fünf in die Richtung, und dann mache ich da die Biege und gehe dann dahin zum Heizkreisverteiler. Oben habe ich sie. Unten habe ich sie echt vergessen, obwohl ich da im Vorfeld schon gesagt habe, da muss ich auf jeden Fall noch einen Leerrohr mit einer Dreiadrigen für Heizkreisverteiler ziehen. Aber das kriegen wir hin. Beim nächsten Mal denke ich auf jeden Fall dran.